Tschaschen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Grummel Grummel. Heute mal bei mir aus meinem wunderschönen Zuhause zu einem Thema, was gar nichts mit E-Sport zu tun hat, sondern mit dem normalen Sport da draußen, und zwar dem Fußball. RB Leipzig ist aufgestiegen in die erste Bundesliga. Wow, der Mega-Albtraum! Wie sie alle am Rumheulen sind, ja, die ganzen Traditionsvereine, die sich jetzt schon wieder die Kögel in der Hose stecken und sich die Eier reinschrumpfen, weil da so ein Verein kommt, der ist gar nicht fair, da ist irgendwie so eine Firma dahinter und die haben ganz viel Geld und da können wir gar nicht mithalten. Und überhaupt, Tradition ist viel wichtiger als Geld. Was für ein Scheiß. Ganz ehrlich, Leute, ey, der Osten Deutschlands, der hat seit 100 Jahren keine erfolgreiche Fußballmannschaft mehr gehabt. Jetzt lasst den doch, ihr RB Leipzig, verdammt nochmal, ja? Ich meine, erstens muss man mal sehen, wie weit die Reise geht, ja? Weil zum Glück hat die Bundesliga schon oft genug bewiesen, dass alleine mit Kohle macht man keine Supermannschaft, ja? Guck dir die Vereine in Spanien an oder, ja, ist ein schlechtes Beispiel, weil die rocken ja alles ab. England, ja? Da gibt's Vereine, die geben Geld aus, das ist unglaublich. Und was reißen die international? Gar nichts. Und national gewinnt Leicester die Meisterschaft. Also Geld alleine macht's nicht, ja Leute. Natürlich wird RB Leipzig auf lange Sicht gesehen, wenn da immer mehr Geld reingepumpt wird, wird es eine gute Rolle spielen im Fußball. Aber so what? Ich will doch geilen Fußball sehen. Ich will doch schönen Fußball sehen. Ich will Emotionen sehen. Und da verstehe ich nicht, warum das dann negativ ist, ja? Ist doch geil, wenn mal eine Konkurrenz kommt zu Bayern und Dortmund, ist doch super. Ist doch geil, es kann doch gar nichts Besseres passieren. Also hört doch auf zu heulen von wegen eure Traditionsvereine. Mein Gott, geht's halt in die zweite Liga. See you later, Alligator. After a while, Crocodile. So ist das halt im Leben. Leute, was ist denn da los bei der FIFA, der UEFA, dem DFB? Das ist alles eine geldgeile Scheiße. Das ist unglaublich, ja? Guckt euch zum Beispiel mal die NBA an. Ja? Basketball in Amerika. Riesige Liga, da geht es um etliche Hunderte von Millionen Dollar. Aber die haben da eine richtig geile Regelung, und zwar nennt sich das so Salary Cap. Sprich, da haben das die Vereine so geregelt, dass du nur ein gewisses Kontingent an Moneten hast, die du für die Gehälter deiner Spieler ausgeben kannst. Danach ist Sense. Da geht's nicht drüber. Das heißt, du kannst nicht 500 Millionen Euro mehr ausgeben als ein anderer Verein, weil das ist einfach nicht erlaubt. Das geht einfach nicht. Ja? Es gibt's da gar nicht. Dazu kommt noch, dass immer die schlechten Mannschaften aus der Vorsaison als erstes draften können, sprich den besten College-Spieler für sich ins Team holen können. Also die haben dann ein richtig geiles System, was immer geil funktioniert. Da gibt's fast alle zwei, drei Jahre eine neue Top-Mannschaft. Mal sind es die einen, mal sind es die anderen, dann geht's rauf und runter. Und da gibt es diese extreme Monster-Dominanz, nicht? Weil die da ein vernünftiges Financial-System haben irgendwie, was da funktioniert. Kommen wir mal auf die FIFA. Alter, die FIFA! Gibt's da überhaupt irgendeinen in diesem korrupten Verein, der man nicht irgendwie 2-3 Millionen auf irgendein Tahiti-Konto überwiesen hat oder mal eine EM oder WM verschachert hat oder den DFB-Pokal in der Toilette zu stehen hatte für 500 Euro? Was ist denn da los, Alter? Die gehören doch irgendwie alle verhaftet. Da scheint's nicht einen zu geben, der irgendwie keinen Dreck am Stecken hat, ja? Ey, ich habe einen guten Plan, Leute, ja. Wir sind alle von Korruptionsskandalen durchtrieben. Lasst uns mal eine eigene Ethikkommission einsetzen, die dann unser Fehlverhalten untersucht. Ja, ist doch super! Ist doch super geil! Weißt du, da kannst du selbst quasi deine eigene Scheiße verbuddeln, weil du selbst entscheidest, wer das untersucht. Ja, was ist denn das für ein System? Ja, ist doch kein Wunder, dass die da alle völlig außer Rand und Band sind, ja? Und was ist mit dem Sepp Blatter? Da hat der seine Medikamente nicht mehr bekommen? Musste der die irgendwann absetzen und ist da völlig abgedreht? Was ist das für ein Typ? Der hält sich auch noch irgendwie wahrscheinlich tief im Inneren für unschuldig. Für das Opfer des Systems oder so. Ey, was ist da los, ey? Was geht da in diesen Gehirnen vor, ja? Versucht mir das mal
zu erklären. Da gibt es Sportarten wie den Leichtathletik, Hammerwerfen, da geht es um ein paar tausend Euro. Da wird gedopt, dass die Scheiße wackelt. Ja? Da werden ganze Nationen regelrecht systematisch vollgeballert mit Medikamenten. Da sehen die Frauen aus wie Rhinozerösser und das nur alleine untenrum. Ja? Die haben dann Hornwachsen, so krass sind die voll gedopt. Und im Fußball, da ist alles sauber, wo es um etliche hunderte Millionen Euro geht. Kein einziger Dopingskandal in der Bundesliga, in überhaupt Europa in den letzten 20 Jahren? Ernsthaft? Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Da wird geschmiert ohne Ende. Es kann mir niemand erzählen, dass da nicht gedopt wird. Nicht ein einziger Bundesligaspieler in 5 Jahren soll gedopt haben? Na sicher. Glaub ich im Leben nicht dran. Könnt ihr mich mal hier hinten reinschieben, ja? Nie im Leben. Naja. So ist es aber nun mal, ja. Der Fußball ist, was der Fußball ist. Und wir lieben die unseren Sport. Und die wahrscheinlich, egal was passiert. Aber ist ja auch schön. Die Emotionen stecken nun mal drin. Das war's für heute mit der Episode von Grummel Grummelt. Mal abseits des E-Sports, denn ich bin viel mehr als nur der E-Sport. Ich sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal hier bei Grummel Grummelt und Bayer 04 Leverkusen. Das ist mein Verein. Tschüss.